Was war das? Wir haben Goldfisch. Was war ein Goldfisch? Ja, wir haben Goldfisch. Yeah. Er ist wunderschön. Yeah. Er ist so toll. Da, wie viel Oreo? Johnny, ich habe das Gefühl, wir müssen. Das Gefühl habe ich auch. Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen. Fisch. Und du bist, Wand, du bist komplett in der Wand. Warum bin ich in der Wand? Ja. Warum bin ich in der Wand? Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lethal Company. Beim letzten Mal haben wir die zweite Quote erfolgreich erfüllt. Und wir sind jetzt bei der dritten Quote und müssen wie viel Geld sammeln? 391. Und jetzt geht's los, viel Spaß. Ich warte, du bist außenrum gegangen. Wow. Ich hab mal mein Walkie angemacht, wenn jemand mit mir talkien will. Ach ja, stimmt, Walkie anmachen. Den Walkie. Den unseren Walkie kann ich nicht talkie. Auch jemand anders? Wo ist hier der Eingang, ne? Hast du den Eingang gefunden? Ich bin 2 Meter vor dir. Wo bin ich? Warum ist hier überall nur Wald? Wo seid ihr? Da vorne. Wie die Erde. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich hab eher so ein Wiesen-Feeling hier. Wiesenhof. Du bist ein Wiesen-Feeling. Da vorne ist ein Eingang A oder so zu einem Bunkerkomplex, okay? Was ist ein Transponder? Transponder A Bunkerkomplex, ja. Ich weiß gar nicht, was ein Transponder. Oh mein Gott! Plastikfisch! Neues. Schau mal, ich habe einen Fischkumpel für unseren Fisch gefunden. Fisch. Oh, den können wir echt da reinlegen, stimmt. Ja. Habt ihr auch schon was gefunden oder seid ihr eher nutzlos unterwegs heute? Ich bin eher nutzlos. Beständlich. Hast du die Spraydose mitgenommen? Ja. Yeah. Du bist... Ich frage mich die ganze Zeit, was hier für ein Ventil kaputt ist. Ich markiere Richtung Ausgang. Man muss nur den grünen Punkten folgen. Oh, das ist wie Recycling. War schon gut. Ja? Okay, irgendwer ist tot. Irgendwer ist tot, ja. So wahrscheinlich lacht, Johnny. So lacht Fully nur, wenn einer gestorben ist. Johnny ist in den Tod gesprungen. Du klingst nicht so, als ob du ihn vermissen würdest. Ich weiß nicht mehr, wie er es geschafft hat. Das Ding ist nicht haben so weit weg. Er hat es irgendwie nicht geschafft. Nee, haben wir nicht. Das ist übrigens der echte Fire Exit hier unten. Wollen wir den echten Fire Exit auch noch markieren? Ja, markieren mal, der ist hier. Mach da mal so einen grünen Kreis rum oder so. Okay, dann markier ihn doch bitte. Bitte Schnitte. Warte, der ist auch echt, warte. Hä? Oh, wie heißt der hier? Transponder C. Ach du Scheiße, es gibt zu viele. Und der andere heißt bestimmt Transponder B, denn, oder? Ja, vermutlich. Ja, Transponder B. Okay. Oh, so viele Zugänge. Warum ist der Strom eigentlich schon aus? Wir haben 3 Ausgänge übrigens. Wir sind hier alle. Wir haben sehr viele Sackgassen. Nee, ich habe keine Lust, darüber zu springen. Gut, dass du selbst genauso siehst wie ich. Ach, hier ist der Eingang wieder. Ach, so eine Scheiße. Ich glaube, hier drüben war ich am Anfang. Ah, nee, hier war ich schon. Nee, hier ist nix. Hier ist nix. Hier haben wir auch schon markiert mit den Punkten. Hier unten ist auch nichts. Hier ist eine Tür. Ja, dann gibt's ja nur da unten weiter bei denen. Fully hat eine Tür gefunden, meinte er. Waren wir hier oben schon mal? Ja, da geht's nicht weiter. Ja, miese, dann müssen wir ja springen. Ja, und da ist auch wieder, hier sind wieder die Exits. Ich bin gerade nicht gerannt, das war riskant. Ich hab sowas erst gestern erlebt. In den anderen Spielen. Oh, was ist hier passiert? Die Dose läuft aus. Ja, nehmen wir doch das mit. Aber vielleicht willst du es mitnehmen, Maeve. Oder willst du die Schaufel nehmen? Nee, ich will nicht. Okay. Soll ich sie liegen lassen erstmal? Deswegen haben sie es liegen lassen. Ich kann es nehmen, ich habe keine Angst.
Dann nimmst du die Schaufel, wenn ich damit drüber springe. Ich guck erstmal, was hier ist. Ah, hier sind Punkte, nee, hier sind die. Hier sind Matsch auch. Dann geh ich hier lang. Ich weiß noch nicht, ob ich darüber will. Ich leg dir mal hier bei den Punkten ab, dann sehen die anderen das vielleicht noch, wenn wir hier lang laufen. Deswegen haben die es hier hingelegt, Babe. Nimm die Schaufel, ich spring rüber. Hier. Wir nehmen das doch mit nach draußen. Jungs, lebt ihr noch? Aber draußen ist doch ja nicht da. Vielleicht ist da noch ein Ausgang. Okay, dann bring ich's, wirklich raus. Okay, ich geh zurück. Wir haben das schon zwei Feierabend gefunden. Ja. Ich bin ja schon unterwegs. Ich hätte gesagt, das ist schon aber Feierabend ist auch ja gut, ne? Ich kann doch nicht sprinten. Ich nehme jetzt den Motor mit, den ihr einfach liegen gelassen habt. Ich habe eine Katze, die heißt Mog. Beweis das? Ja, die Katze hat einen Motor. Ich mach den Motor zurück. Ah ja. Oh, scheiße. Knapper Sprung. Ah, hier muss ich deine Schaufel wieder. Yeah. Son Goku ist wieder zurück. Ihr seid nicht durchgegangen. Hat jemand von der Strohmann gemacht? Das war Nosferatu. Ja. Shit. So. Warum? Ich meinte gerade, mach nicht den Johnny oder so shit. Jungs? Ja? Oh Mann, das ist mir auch passiert. Ich könnte aber schwören, Fully hat mich geschubst. Okay. Ich will nicht direkt wieder die Schuld an jemand anderen abtreten, aber irgendwie. Das Morgi. Würde mich nicht wundern. Ich meine, ich habe den Motor rausgebracht, dementsprechend. Ich habe meinen Teil getan. Weißt du was? Ich habe meinen ganzen Loot verloren. Ja, ich dachte das übrigens nicht, dass ich zur Lücke springen muss. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Hier? Dann da lang? Ja, also, ich weiß nicht, was bei mir schiefgegangen ist. Ich bin gar nicht erst auf dieses Eisen gekommen. Ich da bin irgendwie. Vielleicht habe ich vergessen zu laufen. Die Markierungen haben mir voll geholfen, mich zu orientieren. Ja, mir auch. Vielleicht war der Ausdauer auch leer. Das ist mir vorhin auch fast passiert. Ja, das ist ein feiner. Aber selbst dann schafft man den Sprung ja eigentlich. Muss den retten. Naja, ich weiß nicht. Ich keine Ahnung. Da kommen wir raus. Der muss ich springen. Oh Gott. Das ist tatsächlich der Motor, bring ihn nach Hause, Maeve! Wie schnell, Maeve, den mitnehmen? Er rennt draußen! Er rennt draußen, also zack! Du bist eine Treppe, eine Stufe. Was ist mit Warum? Zombie eigentlich? Oh, er ist da. Was macht Zombie echt? Da drin? Oh, da ist echt der Punkt, ja. Krieg das hin. Okay. Gepackt ist. Kommst du weiterhin zurecht? Warum gibt's die Katze? Sieht das nur aus? Ich weiß nicht, wahrscheinlich? Perfekt. Die kommt mir nicht bekannt vor. Ungefähr so zwei. Ich meine, eine davon hieß Oreo. Ich weiß nicht, ob man das machen könnte, wenn es keine Mod wäre. Und da gibt's noch meinen Kater Mock. Ja, Mock ist irgendwie eine Bezeichnung für so eine Katzenmischung. Tatsächlich. Ja, stimmt, deswegen hieß du das auch so. Ja. Mein Neffe hat das tatsächlich auf Deutsch, ein Mockbuch. Habe ich ihm schon mal vorgelesen. Stark. Das schicken mir Leute immer wieder auf Twitter. Ja, ich wollte es dir zu Weihnachten schenken. Vor ein paar Jahren schon. Naja, wäre glaube ich nicht so lustig gewesen. Nee, ich hab's dir geschickt mit den Worten. Ich fahr den gleichen Weg zurück. Ich hab die Taschenlampe. Mit was? Mit was hast du es geschickt? Ich wollte mir sagen, ich war einer der Ersten, der dir das geschickt hat mit den Worten. Ich schenke das zu Weihnachten. Ach so. Also, das ist schon Jahre her. Der wollte springen. Und dann ist er gefallen. Ich hab gesprungen. Doch nicht zur Sache, wo der Morgi hin ist. Miau. Wir sollten uns dieses Jahr was zu Weihnachten schenken. Wollen wir echt die Katze einfach so Walkie-Talkie? Ah, machen. Können wir machen. Yeah. Jetzt haben wir auch ausreichend Zeit, uns was zu überlegen. Ja, wir sollten. Ich finde, wir sollten jetzt schon ziehen, wer wen hat. Und auch nur zu viel. Das ist so, man hat so wenig Möglichkeiten. Ich hab sogar den Plastikfisch. Jetzt. Also einen eigenen. Wo hier sein, da ist er verloren. Die Katze, die putzt sich nicht. Der die Katze hat die Jetzt hat sie einen Grund dazu. Ich dachte, ich bleib dran oder so. Sie ist jetzt immer noch grün. Oh mein Gott, das bleibt wirklich so. Warte mal, was? Hast du die angesprayt? Was, sie leuchtet so halt. Warum hat er das getan? Wow. Das hat ja nicht so gut geklappt. Guter Tag. Oh Gott, ihr Kopf ist grün. Ja, das hat richtig gut funktioniert. Das fand ich ein bisschen gemein. Ich bin ein großer Shrek-Fan.
Oh Gott, der Boden. Guck, jetzt putzt sie sich da. Ja. Oh Mann. Ich sehe gar nicht, dass die angesprayt ist. Das schmeckt nach Lack. Okay, jetzt ist sie fucking grün. Oh nein. Dave schmeckt zu viel. Er macht das gerne. Was, ich twerke zu viel? Der darf das. Achso. 10. Was habt ihr mit der Katze getan? Oh Gott, die Katze ist beim komplett grün jetzt. Ja. Die ist komplett grün. Was will ich hier aufheben? Dann nicht mehr, aber meine Hand ist grün. Oh, ja, jetzt, das ist seltsam. Jetzt ist nur noch so ein Licht. Ich glaube, die sitzt einfach in dem Grün. Oh ja, ja. Nee, das ist. Irgendwas ist komisch daran. Bis morgen. Ach, ja, bei mir ist es jetzt. Oh. Jetzt ist es bei mir anders, jetzt ist es nur so ein Licht. Ich hab die letzte Taschenlampe mitgenommen. Okay. Obwohl, es war die ganze Zeit wahrscheinlich so. Bezahlt ist bezahlt. So, willst du die lieber haben, Johnny? Also rein da, Jungs. Ist eine Mülltaschenlampe. Folge mit der grünen Katze. Wo ist Johnny? Willst du die Taschenlampe haben, Johnny? Ich find's gut, dass ich meine gelbe Sekunde da reingelegt hab und die ist einfach weg. So, dann hab ich die jetzt. Entschuldigung. Na gut, dann nicht. Aber du spielst ja eh immer ohne, ne? Ich hab's nicht ignoriert, aber ich hab ja alles. Johnny hat ja alles, hat er diese gesagt. Diese kleinen Scheißer! Aber du hast auch nur eine grüne bekommen. Ja, ich hab nur eine grüne, das ist schon okay. Schon okay. Ich will gar nichts sehen können. Ist okay, ich finde das ein Privileg zu sehen. Ist es? Absolut. Ich sehe übrigens immer noch nicht so den krassen Unterschied von der HD-Mod im Vergleich zum normalen Spiel. Das sieht schon ein bisschen anders aus, aber... Ja, die Auflösung ist ein bisschen höher. Da hinten ist der Transponder A. Ja, das ist okay. Also Auflösung und Kantenklettung, das sehe ich ein bisschen. Ja, aber es ist halt der Look vom Spiel an sich. Kann es halt auch nicht zu viel ändern, nur dass es komisch aussehen würde. Aber hier ist dunkel. Das soll ja auch nicht... Oh nein, warte schon. Oh, Junge! Mach an! Mach Walkie-Talkie an. Au! Meinte ich natürlich. Es gibt übrigens einen schönen Bug, dass die Wände jetzt immer noch angesprayt, obwohl ich nicht benutze. Ich glaube, das Zufall war, als sie den Zauber gesehen. Ja, wirklich? Es ist in Vanilla auch so tatsächlich. Das finde ich auch schon ein bisschen komisch. Aber ist es sicher, dass. Kann ich die haben? Ich hier alles ein bisschen Ja, okay, ich wollte sie aufsetzen, aber dann nehme ich die Tröte. So mitnehmen. Oh. Warte, stirbt man nicht sofort, wenn man die. Habt ihr gerade. Sofort sterben. Habt ihr gerade den Sound über das Walkie-Talkie gemacht oder habe ich ihn auch draußen gehört? Ich behalte meine Schaufel. Walkie-Talkie. Das klang aber so clean. Klang das auch clean für dich? Ja, passt schon rein. Ah, das wird nicht alt. Wo ist denn hier irgendwas? Oh Gott, ich sehe nichts. Hilfe! Waffe? Ja, Schaufel. Oha, stark! Mhm. Dann bist du. Ah! Dann bist du wirklich ein Moniker. Alter, das mach das doch nicht mit mir! Ich war mir so unsicher, ob das. Oh mein Gott! Ich war mir so unsicher, ob das heißt, dass du sie gerade anziehst. Hab ich. Ja, und dann dachte ich mir. Aber wenn du, sobald du sie anhast, ist sie auch zu schwer, oder nicht? Das war. Oh Gott, das hat mich. Das war so perfekt! Mogi, ich hab auch. Ich hab einen Shot gekriegt, ich hab nichts mehr gesagt, ich war nur ganz ruhig. als müsste ich jetzt vor so einem Monster wegrennen und nichts sagen. Laser! Den kannst du mitnehmen, John, ich kann nicht alles mitnehmen. Ich hab den noch nie benutzt. Endlich hast du eine Taschenlampe? Damit. Ist halt so, ne? Was war das gerade? Damit kann man wohl die Riesen ablenken. Was verraten? Ah, das ist stark. Na, ich glaube, wir sind keine Riesen, aber ansonsten ja. Ich fühle mich abgelenkt dadurch. Also bist du ein Riese? Komm, die Katzen sind reingemoddet, oder? So am Rande. Ja. Das sind okay. Bottes, die rumlaufen. Wer macht denn gerade dieses Hubgeräusch immer? Ist einer von uns dabei? Vielleicht. Ich hör keinen Hupen. John, ich hab die Hupe in der Hand. Ach komm.
Also ich sehe das nicht. Da liegt ein Schlüssel. Nee, ich nehme das. Deswegen fand ich das ganz so seltsam, aber von euch hat keiner was in der Hand. Von euch beiden. Also ich sehe das, Mochi, was in der Hand hat. So, wer hat eine Schaufel in der Hand? Maske sehe ich. Siehst du meine Schaufel nicht? Jetzt hört auf, mich verwirren zu wollen. Er hat eine Schaufel in der Hand, das ist wirklich kein Witz. Ja, er kann dich damit mal hauen, wenn du es genau wissen willst. Ich bin so verwirrt, dass du sagtest, du willst Bodyguard sein und so. Das ist Garfield. Hallo. Ich sehe eure Elfen zu irgendwie. Ist das auch ein Mod? Oh, das ist auch ein, ne? Oh mein Gott. Das ist so glücklich. Ja, hier ist hallo, ich bin ein Monster. Oh, jetzt sehe ich die, jetzt sehe ich sie, die Hupe. Hier ist jetzt habe ich die Maske in der Hand. Hast du gerade die Schaufel? Ja. Ach, Johnny, was habe ich in der Hand? Guck mal, Junge, ich droppe die sogar. Jetzt hast du die Schaufel, jetzt hast du sie. Meine Tastatur. Okay, was habe ich in der Hand? Okay, aber ich dachte, Morgi lügt mich an. Deswegen war ich bei dir auch. Rot geworden. Jetzt gerade hast du die Tröte bei mir in der Hand. Ah! Wieso tut er das? Hilfe! Ich hab's übertrieben! Kröte war doch er selber, als ob der Mob dann immer noch dieses Geräusch macht. Ich muss es tun. Ja, ich hab's übertrieben mit der Maske. Ich hab sie zu oft aufgesetzt, Muli. Ich hab sie tot gewählt. Don Goku, wieso? Warum hast du das getan? Davor ist nichts passiert, es war nur lustig. Dann hab ich weitergemacht, ich konnte nicht aufhören. Es war wie eine Suchtfully. Die grüne Taschenlampe ist fast besser als die gelbe. Nee, Johnny, wirklich nicht. Immer die grüne. Fully gerade einfach auf der anderen Seite der Tür so, die Markierung haben wir weggemacht. Nee, die grüne ist von Moggy. Gehen wir raus? Da unten liegt Fully übrigens tot. Ah, ich sehe es an der Taschenlampe, ja. Johnny hat die Tröte. Da sind noch zwei Sachen, aber die kriege ich nicht rüber. Die sind ein bisschen schwer, wenn man das sieht. Du kannst doch alles andere abhängen und dann hüpfen. Dann ist ja einfach so. Das, Oh, da ist ein Bierkasten auf dem Ding drauf. Und nicht direkt durch die Lücke gehen kannst, weil du sonst runterfällst. Setz sie auf. Wo kann man nicht hier durchgehen, wo du sonst runterfällst? Ich brauch da viel rein. Also, wenn du normal der Stange lang, also jetzt zur Lücke hinläufst, fällst du runter. Nice. Bei den Balken, siehst du das? Ja. Ich glaube, ihr müsst sehen, dass man runterfällt. Nee, wir wollen nur den Loot. Ich bin halt. Das ist der Schlüssel hier, dann wollte ich durch die Lücke und ich bin runtergefallen. Ich leg auch mal den Ballast hier ab. Nein! Ah! Okay, komm, das carryen wir jetzt endlich mal nach Hause. Ich will mal eine gute Johnny-Runde haben. Wir machen eine gute Johnny-Runde. Irgendwann sollten wir mal das Raumschiff einfach abschicken. Ich brauch Licht. Wollen wir das einfach? Nein. Sie haben viele Sachen dabei, Fully. Ich weiß, aber es ist verlockend. Nee, wir sind jetzt auch schon Runde 2 oder 3. Wir können jetzt nicht einfach... Ich weiß, aber du spielst... Oh Gott. Alter, was ein Kampf! Nein. Hallo! Holy shit, der ist tot! Oh, mein Kopf! Honny nochmal drauf! Hi! Ja, sie haben ihn getötet! Der Zombie ist tot! Was glaubst du, wie mein Kopf sich gerade anfühlt? Aber ich hab ihn getötet! Ich hab Kopf. Ja, kann ich zurückkommen? Ich weiß nicht, du hast so geleuchtet? Ich dachte, ich kann sie noch ein paar Mal aufsetzen, ohne dass was passiert. Ich dachte, wir haben ein bisschen Spaß. Ich dachte, es ist nur die Traurige, die einen killt an dem Punkt. Ich hab kein Wort verstanden, weil das Spiel wieder so laut ist. Okay. Ja. Ich hasse den Tod. Aber warte, was hab ich denn noch? Ich dachte, dass nur die... Kann ich irgendwas austauschen, was weniger wert ist. Traurige Maske einen killt. Soll ich so eine Taschenlampe hier lassen, ja, ne? Ja, hab ich noch was. Eine grüne Taschenlampe brauche ich nicht. Ja, die kannst du hier lassen. So, und dann nehme ich... Ach, gibt's da keine Option, damit man... Ach, so eine Scheiße. Hast du das Flashbang? Ja, ich hab da auch letztens gesucht. Nee, den hast du noch, oder? Den hatte ich ja, das ist ja meiner. Soll ich stattdessen noch... Du hast sogar zwei Sachen. Wir bräuchten so einen eigenen Discord-Channel, wo wir reingehen, wenn wir tot sind. Ja, den Kast wollte ich sowieso mitnehmen, aber... Ach so, ich dachte, du hast ihn vergessen. Nee. Okay, wir sind immer auf der Mission, eine erfolgreiche Johnny-Runde zu machen. Ja, und dafür bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch den Ausgang, oder? Ne? Ja, das ist das Problem. Das wird nicht gut gehen, Fully. Ich hab mich wenigstens ein paar Mal gehauen, dass sie überlebt haben. Sind rumgelaufen? Ah, nee, da war oben. Oh mein fucking Gott! Siehst du, Fully? Das wird nichts. Alter, ich hab mir gerade die Hosen geschissen, glaube ich. Halt die Schnauze, Zombie. Siehst du, das klingt wieder wie Zombie, aber ich hab im Kopf eigentlich Zombie gesagt. Nur, das ist nie so lange Zombie. Er redet immer noch darüber. Ich muss mehr Zombie sagen, anstatt Zombie. Also Zombie. Zombie, aber ich hab Zombie gesagt. Das ist jetzt mindestens das dritte Mal, dass er darüber redet. Vorher, als ich mit ihm unterwegs war, hat er mir das auch wieder erzählt. Nicht Zombie. Ich hab's auch halt schon dreimal gehört. Wir sind auf dem Kreis. Wann kommen wir wieder? Er kann es auch nicht lassen. Ich hab das EP-Vieh gefunden. Ich sprech euch aber nochmal an. Dann erwähnt er es noch mehr. Scheiße, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Nicht.
Ihr sagt das immer so, als ob man die orten kann. Ich kann das irgendwie nicht. Doch. Ich habe in einer Runde irgendwie 5 Minuten versucht, dass er zu meiner Stimme kam. Aber die ist weder links noch rechts, ist einfach nur laut oder leise. Ja, das passiert mir auch immer. Also, wir haben dich echt gar nicht gut gehört. Nur ganz leicht. Nee, da war ich alleine mit Johnny. Ja, anscheinend hat das kein Stereo oder so. Lauf. Oh, Junge. Oh, der spuckt mich an. Der hat mich angefurt. Was zur Hölle? Ich seh nichts. Er wird mich umbringen. Ich seh dich, wo ich... Wo zur Hölle? Oh mein Gott, ich lebe. Ich hänge an irgendeiner Kante. Was ist denn das für ein lila Scheiß hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie zur Hölle lebe ich noch? Ja, die Frage stellen wir uns alle. Gleich kommt der Hund. Ja, bitte. Und er redet und sagt so, hey Mip, fast da. Wir haben es fast geschafft. Oh, ich sehe einen Babu-Hawk, der rechts im Wald hüpft. Oh, sie werden sowas von auf Johnny wieder gehen. Was sind das für welche? Sind das die, man verscheuchen muss? Ja. Das sind die Vögel, die Johnny angeschissen haben. Oh ja, da kommt Johnny nicht gut mit klar. Nee. Der muss erst mal erklären, wie er Zombie ausspricht. Wenn die nicht im Gebäude sind, höre ich mich echt gut. Ich eigentlich nichts. Ja. Ich meine, was auch hilft, ist, dass sie gerade generell nicht reden. Ich habe meinen Bodyguard erfüllt. Ich habe die Johnny-Perspektive. Und bei mir sieht es aus, als würden einfach ein paar Zylinder hier gerade rumlaufen. Ja. Oh, fuck. Ich bald weg. Laufzylinder. Der Hund. Wer ist denn? Warum laufen die geduckt? Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Lauf doch zum Schiff. Wir sind auf dem Kreis. Wenn das Schiff jetzt ohne Johnny losfliegt, ne? Ja, anscheinend. Wir sind beide beieinander. Oh, da ist ein Hund da vorne, deswegen reden die nicht. Der eine Bambun hat so gesagt, oh, Alter, das ist so ungünstig, dass der hier ist. Nee, ich bin eine Katze. Ich liebe es, dass man das leert, dass das Bärmann gehört hat. Ja. Aber so richtig laut. Oh mein Spring Gott, Johnny, doch hoch. Du musst, er kann nicht. Du warst geduckt, Johnny. Johnny. Steh doch auf. Nee. Ich will eine gute Johnny-Runde haben. Ich kann nicht springen. Ja. Oh mein Gott, ich konnte nicht springen. Das war so komisch. Oh. Ich hab verkackt, weil ich gesneakt bin zu springen irgendwie, sorry. Boah, war das gerade seltsam. Ich kam die Leiter ja auf mich drauf, weil ich keine Hand habe. Die Vögel haben angefangen anzugreifen. Boah, wie wir einfach nichts gesagt haben und ich hab's fast noch verkackt, weil ich dachte, man kann aus dem Sneaken heraus springen, kann man nicht. Ja, Joy, jetzt haben wir gesehen, gesagt, dass das nicht geht. Es war sehr lustig zuzuschauen. Ja, ich hab so. Morgi, ich war da und dachte, wieso komm ich nicht rein? Wieso komm ich nicht rein? Ja, man hat richtig gehört, wie du Leertaste gespammt hast. Ja. Als ob das Kriechen das einem versperrt zu springen. Und ich bin drin und warte auf den Knopf drücken. In den meisten Spielen löst das Spiel dann ja das Kriechen auf. Oh, in der Maske. Endlich mal was nach Hause geholt hier. Ja. Yeah. Und ich hab so sehr getötet. Und wir haben noch einen Tag auf dem Planeten. Ist das nicht schön? Ja, oh, warte, wir sind noch nicht beim Abgeben. Oh, was machen wir? Ich dachte auch schon, wir wären beim Abgeben. Ein Tag heißt, wir haben noch einen, oder, Sommi? Ja. Komm, wir holen noch richtig viel. Ja, ein Tag heißt noch ein Tag. Und ich hab endlich mal. Und. Ich hab keinen Weg. Scheiße, guck dir die Katze an. Dein Hut war gerade grün dadurch. Oh ja. Oh, der Fisch ist da drin. Die Katze ist die ganze Zeit so drauf. Ja, klar, ich hab das doch gesagt, der ist für den Goldfisch. Hab ich extra reingelegt. Ich wusste nicht, dass man die wirklich reinlegen kann. Sieht man das Spray an der Katze nicht. Ich leg das Gurkenglas noch dazu. Ich nehm den Schlüssel mit. Haben wir Walkie-Talkies noch? Nee. Walkie-Talkies haben. Ja, hab ich noch Walkie-Talkies. Der arme Fisch, der kann nicht mehr, er kann sich nicht mehr viel bewegen. Der schwimmt jetzt in dem Gurkenglas. Irgendwo zwischen den Gurken versteckt er sich. Ich hab noch eins. Dann nehme ich mal jetzt auch mit. Dann haben wir 2-1. Oh, er genießt wohl gerade ein bisschen Dill. Das habe ich mir nämlich verdient. Diesmal. Wir sind Dill. Ich hab gehört, die haben Lasagne da drin, da möchte ich unbedingt hin. Und heute ist er glücklich. Oh mein Gott. Das war das Problem, Mac. Das war das Problem. Solide Arbeit dabei zu überleben, letzte Runde übrigens.
Dankeschön. Es ist so ein weites Gebiet auch. Also klar, ich konnte mich jetzt nicht so easy verlaufen, aber es ist so eine lange Nachhausetour. Ja, ich bin bisher noch nicht einmal zurückgelaufen. Ich bin jedes so Mal drin gestorben. In Dänemark vom Strand zur Ferienhaus zurück. So hat sich das angefühlt abends. Ich dachte schon, du wirst heute gar nicht mehr über die Dünen reden. Man hat gar kein Licht, da ist keine Einmal muss sein. Hallo! Man hat nämlich keine Straßenbeleuchtung an der Küste, weißt du, man sieht wirklich nichts. Man muss einfach nur so durch die Dunkelheit zurück nach Hause gehen. Das kann, glaube ich, ziemlich dunkel sein. Ja. An manchen Tagen, wenn da halt keine Sterne und so zu sehen sind, kein Mond. Manchmal träume ich auch Johnny, willst du nicht vielleicht, ne? Wenn ich sehr weit weg bin, im Dunkeln und nicht nach Hause kommen. Johnny? Bitte? Gewöhn dir an, Rechtsklick zu drücken, denn du hast das Blech übersehen. Ne, ich hab's schon dabei. So. Ja, ich... Du musst wirklich... die rechte Maustaste, die ist dein Freund. Ich weiß, bis... Also, in der heutigen Session habe ich das eigentlich oft gemacht, nur jetzt gerade. Okay. Ich glaube ihm. Yippie! Juhu! Geradeaus vom Ausgang oder gehe ich runter? Rechts vom Ausgang und dann geradeaus. Hier ist nichts. Mach mal den fertig, komm her. Aber hier ist eh nichts. Stimmt, ich bin fertig machen. Stellst du gerade deinen Gedankenraum zusammen? Wen wollen die? Ja. Ich orientiere mich hier. Boah, das klingt super gruselig. Das muss doch nicht sein. Was ist das? Ja! Fertig gewesen! Na! Erschlagen? Stark! Monster tot! Sie sind zum Damage-Dealer. Habt Abend wird gespeist! Holy shit! Yeah! Was ein Riesenvieh! Heute speisen wir gut! Boggy, dein Bart ist grün! Boggy, dein Bart! Ich glaub, dein Problem Bart damit? Bleib doch mal stehen! Ich hab nur gesagt, du trägst den raus. Ja, dein Bart ist grün bei mir! Den kann man doch gar nicht tragen, oder? Weil nur wenn ich dich anleuchte irgendwie. Yippie! Ja, dann hier auch. Shit. Hat's wenigstens jemand gesehen? Der ist echt? Der ist legit? Der ist echt. Cool. Es hat nicht mal jemand gesehen, wie ich in den Tod gesprungen bin. Mhm. Ja, im Haupteingang liegen die alle. Einfach komplett also umsonst. Zum Mario-Schloss, da gab's gut Loot. No. Hat nichts gebracht. Ja, das Mario-Schloss mochte ich sehr. Ja. Oh. Naja, ich möchte mich selbst übrigens für mein... Und dann gehört es wieder Mario. Ich möchte mich selbst für mein Gameplay heute loben, das ist sehr stark. Das ist ein Schleim. Kann man den Schleim schlagen? Nee, ja, da... Komm, der stirbt auch, er schafft's auch nicht. Tut gut. Yeah, da bin ich gestorben. Oh, er hat's geschafft? Okay. Ist da was drüben? Ich weiß nicht, ich benutze mal meinen Schlüssel. Johnny, Johnny. Das ist dasselbe Problem, wie überlebe ich das? Johnny. Komm zu mir, Johnny. Wie überlebe ich das denn jetzt? Johnny, mir ist langweilig, komm rüber. Komm rüber jetzt, Johnny. Du musst ein bisschen zurücklaufen. Achso, wenn du von ganz hinten hüpfst, kannst du hier übers Geländer hüpfen. Bitte, Johnny, beeil dich. Du musst wirklich von so weit hinten wie möglich. Johnny, bitte beeil dich. Seit wann ist das so? Das ist wie im Sportunterricht, wenn man was Neues lernt, es einfach nicht hinbekommt. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass ich will mich doch beeilen. Oh mein Gott. Oh. Gott, war das knapp. Stell dich auf ein Geländer. Das ist Schleim. Ein Balken am Kopf. Du musst so einen Schritt vor. Full Time Gaming. Okay, ich such mal Loot. Ich hab hier eine Quietsche-Ente. Okay, krass. Ja, gib mal. Full Time Gaming. Ja, Ich spring doch jetzt nicht zurück. Du sollst nicht zurückkommen. Und bei dir so, Mave. Ja. Das Team wird immer größer. Oder bin ich, wie soll ich euch das weitergeben? Johnny? Hier eine Waffe. Ist da. Weitergehen. Ach so. Johnny will auch einfach immer nicht das richtige Verkommen. Ich dachte, ich soll euch das Item rüberwerfen irgendwie. Wie spricht ihr eigentlich Zombie aus? Ich meine, wir sind essentiell verloren gerade. Warum will Johnny das Schild nicht? Hä, aber warum sagt ihr mir, ich soll weitergehen? Was soll ich denn sonst machen? Hier ist Sackgasse. Ich weiß nicht, was mit Johnny los ist. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ah? Hörst du mich? Kann ich Schleim weglocken? Ich komme hier nicht mehr. Ich kann nirgends hin. Hier ist halt eine Sackgasse. Ich muss zurück. Jetzt nochmal. Du sollst das Schild aufsammeln. Was? Das Schild. Danke. Ja, also, ich hab keinen Platz, das ist schwer. Ich hab eigentlich schon eine Schaufel. Fully ist in der Ecke, der kann nicht so wirklich raus. Kriegt der Schleim jetzt rüber? Rein, spring ich mir sofort tot. Ja, dann spring drüber. Könntest du doch verprügeln, oder? Schaffe ich, glaube ich, nicht.
Aber kannst du nee, die Wand, die Decke. Nicht mit der Einstellung. Wenn du einen Schritt vorgehst und dann aufs Geländer springst, schaffst du das? Link, wie meinst du einen Schritt vorgehen? Das andere Geländer, bitte. Bitte das andere Geländer, ja. Das linke? Ja. Ja, von dir aus links, ja. Wie soll ich da drauf springen? Das Problem ist, über dir ist gerade so ein Metallbalken. Guck mal hoch. Siehst du den? Deswegen kannst du nicht springen. Ah! Er tötet dich auch nicht instant. Genau. Genau, fast. Ja. Nicht ducken. Ja. Ja? Nein! Fulltime Gaming! Fulltime Gaming! Nein! Wer willst du? Ja, ich hab's um mich. Ich war in missliche Lage. Kann ich wirklich springen, ne? Weil ich kommst mal du schaffst ich kam nicht mal in die missliche Lage, ich bin einfach direkt runtergesprungen. Bei mir war nicht mal der Schleim da. Du schaffst es natürlich, ich applaudiere dir. Auf andere Geländer zu springen. Du schaffst es, ich glaube an dich. Ja, mach das, mach das. Komm, ich wollte zur Lücke rüberspringen und ich hab's nicht geschafft. So ein Gamer. Okay, ah, okay, jetzt lock den Schleim raus, bitte. Ja, den lock ich jetzt hier weg. Komm mal mit, mein Guter. Nein! Ich bin jetzt Spider-Man. Jetzt ist bei mir alles bei Maeve. Nein! Maeve! Nein! Was ist denn los bei Maeve? Ich seh's auch nicht, er schreit. Nein, das ist nicht Freddy. Wer ist es dann? Oh, das ist Johnny. Warum sieht er aus wie Johnny? 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 Was ist hier los, Johnny? Ich versteh's nicht. Ich kann nicht mehr über diese Abgründe springen. Okay, ich hab ist doch ein warum kam er auf okay, Maeve kam gerade ein Johnny zu und hat ihn. Was? Ich bin tot. Ich hab auch keine Ahnung. Und dann nee, genau in dem Moment, als er den Johnny. Oh, das ist Maeve. Ich bin tot. Das bin ich. Maeve erschlägt sich gerade selbst. Ich glaube, ich hatte ich mit dem Schild wieder zu viel Gewicht. Was ist mit diesem Gegner, Maeve? Was war das? Das sind die neuen Mimik. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, ja, warum sind da so viele? Wo bin ich hier gelandet? Scheiße. Die Frage haben wir uns auch gestellt. Wir verlieren oh, das wieder weißt du, Full und ich rennen wieder nach. Keine Ahnung mehr, wann wir wo und wie reingekommen Yippie. Sind. Was ihr Nest? Ich glaube nicht, keine Sorge. Okay. Ich glaube, da unten war doch richtig. Gehört. Aber dann kamen die Dinger und wollten mich an. Schuldig. Ja, lass mal. Die haben eine Menge wertvolles Zeug hier. Hi. Wenn aggressiv, wenn er da vorbeigeht. Das sind bei mir du und Maeve. So, ich passiere jetzt, okay? Wie du das einfach alles sammeln. Danke. Ja, von der... Oh nein. Oh Gott, der Keulett ist auch noch da. Ich akzeptier's mal. Nussknacker! Oh, Nussknacker! Ich hör zwei Nussknacker! Ich seh nichts. Er kriegt keine Pause. Morgen, oh, noch ein Schleim. Der Schleim! Die Nussknacker, die oh. Die heilige Folge wurden, oder? Ich glaube, einfach von Nussknackern war es tatsächlich du. Ja. Der Nussknacker hat gerade gesagt, oh, ein Nussknacker auch noch? Oh shit! Jamil! Oh mein Gott! Ich hab noch nie gesehen, wie der Nussknacker einen umbringt. Oh mein Gott! Ich würde sagen, das Gebiet hat es in sich. Warum waren da fünf Hunde im Schiff? Im Schiff? Ja, ich glaube, die Katze hat die Hunde da reingelockt. Wirklich? Oh. Was? Die macht ja Geräusche. Oh Gott! Oh. Ja, ich wurde auf Part-Timer zurückgestuft. Juhu! Yippie! Die Hitbox von ihm ist noch nicht so komisch. Der stirbt mit drei Schlägen eigentlich. Ich hätte eigentlich gewonnen. Oh. Gestern hatten wir noch die Quote. Warte mal, wo ist das ganze Zeug? Ja, wo ist es hin? Ja, wo ist es hin, Johnny? Ist das weg, wenn wir nicht ins Schiff zurückkehren? Johnny, spielt ja. Zum ersten Mal, Leute. Ich hab doch hier die große Beute. Ich dachte, wir verlieren alles, was aus dem Run ist, Wave. Ja, das alles, ist unser alles. Run hier. Nee, unser Gear behalten wir tatsächlich. Nein, unser ich dachte, man verliert alles, Assets. Was man in dem Moment halt... Allen also Schrott auf dem Schiff. Okay, ist denn nur, als wir hier eine Katze hatten? Das ist ja sauscheiße, dann muss man ja einen zurücklassen, wenn man schon so viel hat. Damit er wenigstens am Ende überlebt. Deswegen habe ich mich ja immer so bemüht zu überleben. Also ja, Johnny, spielst du das Spiel gerade zum ersten Mal? Bisschen schief gegangen. Ich habe das nicht verstanden, Johnny, dass wir alles verlieren, wenn vier Leute, wenn alle tot sind. Okay, dann gehen wir mal. Ich kann mir vorstellen, dass Johnny es aber nochmal sagt, falls wir alle sterben. Okay. Nee, ich dachte, man verliert alles aus dem Planeten einfach. War nett, Jungs. Das Out of Order Schild ist echt passend. Ja, ich weiß. Deswegen tag ich das auch.
Komm, Morgi, gib's. War nett, Jungs. Kann man sich dabei bewegen? Oh, wie super. Ja, ja. Ah, oh, cool. Naja. Nee, nicht. Ja, ich starte direkt wieder, oder? Oder wollen wir irgendwas machen? Ja, los geht's! Nö. Auf geht's! Auf geht's! Zeit zu sterben! Nicht mit tanzen, nein? Yeah! Yeah! Kalinka, Kalinka, Kalinka! Und plötzlich sind wir hier drin! Er hat's geschafft, sich zu drücken! Nee, hat er nicht! Hallo! So einfach ist es dann doch nicht! Du bist gestorben! Wie bewegt man seine Hände? Ich finde es von der Firma halt ein bisschen unlogisch, dass sie, obwohl das Schiff automatisch wegfliegt, alles verlieren. Macht für mich keinen Sinn. Ja, das ist wertfrei. Ganz schön unlogisch. Für mich ergibt es keinen Sinn, dass wir hier reden können. Und das, liebe Freunde, nenne ich unrealistisch. Macht Spaß. Ganz schön unrealistisch. Coole Anzüge. Ich kann noch im Weltraum reden. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt eine Gummi-Coca-Cola essen. Yo, Freunde! Jetzt geht's richtig los! Eine Cola! Eine Cola! Wer ist das? Ja, Vertrag, Verschmack. Ist ein guter Job. Kermit, du hier! Hallo! Oh, der Kermit ist super, pass auf, ich mach den Screenshot. Das ist doch super auf. Ich erkenne den halben Selbstpause. Schau den Kermit an. Shrek! Ich liebe den Gritty. Hast du wohl mit der Spraydose angesprayt? Wonach sehe ich jetzt aus? Wie sieht es aus? Wie Shrek, aber ohne sein Gesicht, weil da eine Sonnenbrille und Augen drüber sind. Wahrscheinlich. Ja, das passt. So, neuer Mond, neues Glück. Ich sehe auch aus wie Shaggy in Real Life, wird mir oft gesagt. Das hast du vorhin schon angemerkt. Ja, aber das war nicht im Park, glaube ich. Ja, aber ich glaube, das liegt an dem Kinnbart. Ach so, sonst, der Kinnbart, ich trage gerne rote Hosen. Ich habe auch genau so ein Shirt. Warst du schon mal an Halloween als Shaggy verkleidet? Nee, aber ich hab genau so ein Shirt. Oh mein Gott, was? Ich bin Monkey. Was? Das ist in der Wäsche. Affe sein. Oh nein! Da spüre ich das Rhythm-Fieber in mir. Warum habe ich ein Oh nein gehört und generell so viel schockierte Aussagen zu meinem Outfit? Wir bleiben dabei. So ein twerkender Affe wollte ich nicht sehen. Ich habe sogar 5. Okay. Hallo, Manticol. Der alte Manticol. Bin sehr gespannt, wie der Skin aussehen wird. Ich glaube, das muss ich dann warten, bis ich bei anderen Spielern sehe. Tragischerweise. Bei einem von diesen anderen Spielern, um genau zu sein. Naja. Geld. Ich muss einfach als erster drin sein, dann finde ich mal Loot. Okay. Ihr wisst ja, wie es manchmal läuft. Hallo, mein Affe. Das ist eine Sackgasse. Oh, okay. Dann will ich da wohl nicht mehr rüber. Warum mache ich sowas? Zwei Kästen! Ah, die zurückzubringen ist super gefährlich. Oh, Maeve hat einen Kasten gefunden, das höre ich doch. Maeve, hast du einen Kasten gefunden? Nee. Ich hab hier nämlich zwei. Ja, bitte doch nicht. Wer hat noch keine? Wer will eine Taschenlampe? Ich will nicht. Oh, ich hab keine Taschenlampe tatsächlich. Hier drüben. Hier drüben. Drüben. Hier drüben. Ah. Ja, gut, das. Na, ich das bin schon unterwegs. Ups. Oh, das war sehr gefährlich. Ich bin wirklich nicht allein. Alter, wo? Willst du jetzt rüber oder? Hey.
da hinten ist noch ein Kasten. Okay, hol den Kasten, John. Ich bring den anderen raus. Vor dieser Session hatte ich nie Angst vor diesen, also so ein bisschen halt, aber nicht so sehr Angst vor diesen Rüberspringpassagen. Friesisch herb, Johnny. Ich kann das nicht mehr so gut mit dem Springen. Das ist, weil du unsicher bist. Siehst du, kannst du das? Du hast es in dir. Aber lässt mich irgendwie nicht springen. Jetzt lauf dich gegen die Tür als nächstes. Hallo. Hat hier jemand starke Arme? Hallo. Oh. Ich dachte irgendwie, das wäre der Ausgang. Ja, okay. Ich hätte keine Taschenlampe. Für dich? Ich doch nicht. Geilo. Zombie. Was ist denn hier? Ah, das war das schönste Zombie, was ich je gehört habe. Wo muss ich hin? Siehste? Ich geb mir Mühe. Wo seid ihr denn? Willst du eine Taschenlampe? Ne, hier sind die nicht, hier höre ich die nicht. Sie sind hier, die kamen von unten. Unten? Oh. Ich habe starke Arme, das kannst du zurückbringen. Hier, willst du eine Taschenlampe? Er will nie eine. Oder vielleicht doch. Okay. Ja, ich geh da mal raus und bring's direkt zurück. Die Taschenlampe. Erstmal ein paar Kästen rausbringen. Hallo? Ist da wer? Nein, das ist okay. Ach, das ist jetzt hier wieder. Hier war ich hier schon? Hier waren die anderen wahrscheinlich. Aber nicht ich. Nee, hier ist die Sackgasse. Hätte ich eine Batterie übersehen. Heb doch die... Dankeschön. Jetzt ist Batteriezeit. Also ich habe hier so einen gemoddeten Game Boy Color mit so einem, ich glaube, Funny Play Display ist das. Und bei dem habe ich das Problem, dass er, wenn man ein Spiel startet, immer wieder mal ab irgendeinem Punkt sich ausgeschaltet hat. Was ich gelernt habe, ist, man will keine Alkalin-Batterien, die haben nämlich nicht die gleiche bleibende Spannung, die man dafür benötigt, sondern man will Lithium-Batterien. Da war irgendein Geräusch. Und die sind tatsächlich relativ hilfreich dafür, Johnny. Dem Bahnhof. Jungs? Ja. Ich bin am Bahnhof. Da ist er doch. Ich habe eine Batterie gefunden. Dahinter habe ich Geräusch von irgendeinem Monster gehört. Ich weiß nicht, ob du da hin willst. Ja, ich habe jetzt auch gerade ein Yippie gehört. Oh. Was ist mit dem Licht los? Ach so. Ah, ist gruselig. Ich verstehe. Also ein Yippie gehört, das ist gefährlich. So, jetzt komm mal raus. Hallo, dann gehe ich doch gleich, schließe mich doch gleich mal an. Ja. Bist du der echte Mogi oder bist du ein Fake? Entschuldigung, Hallöchen, Leute. Was macht Johnny da hinten eigentlich? Johnny? Ja. Könnt ihr euch ruhig mal was zutrauen? Oder nicht raus? Was? Die sind beide echt! Oh, naja. Warte, wenn sie beide echt sind, warum sind sie, wenn sie gesehen haben, dass ich da rausgehe, warum sind sie nicht da raus? Weil anscheinend auch der andere schon mal genutzt wurde. Oh. Wolltest du ja nicht sehen, wie ich sterbe? Wollen wir auch durch den anderen gehen? Nee, ich hab was zum Zurückbringen. Nö, ich hab nichts. Lag noch irgendwo Loot? Nee, nicht wirklich. Perfekt. Wo geht's denn jetzt zurück? Naja, dann war ich wohl der Taschenlampendienst. Immerhin, und du hast einen Bierkasten rausgebracht? Stimmt. Ich meine, ich habe zwei Bierkästen rausgebracht, aber... Das war genug Arbeit für einen Tag. Ich meine, Teamwork? Scheiße! Ah, das ist ein Bienenschwarm. Bist du runtergefallen? Wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn jetzt? Hier oben, Johnny. Ja, ich weiß, aber ich dachte mir, ich könnte da irgendwie abkürzen oder so. Wahrscheinlich keine gute Idee. Nicht, dass ich da noch in den Sumpf renne. So vorsichtig hier ist. Muss ich hinter dir laufen? Ich weiß. Ich konnte gerade noch nicht sprinten. Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo es hier... Aua! Bring mich einfach um, weil ich nicht schnell genug bin. Was soll das denn? Sprinte doch! Ah, shit! Sie wollen weg! Nein, warum, Johnny? Naja, Johnny hatte nicht... Er hatte noch die... Ne, ist nur die grüne Taschenlampe. Die... War die gute? Ne, die gelben waren die guten. Grüne Taschenlampe war Müll. Wo geht's zum Raumschiff zurück? Ach du Scheiße, warum ist dieses Gebiet hier so groß? Das kann doch nicht sein, hier muss doch irgendwo was sein!
Hier ist Wasser. Nein! Nein! Vielleicht, vielleicht? Nein? Okay. Ja, nicht steil. Ihr seid alle tot? Ja. Ja. Die ganze Crew war schon drin. Oh, macht war das ich war im ja. Schiff, aber da waren die Doppelgänger. Und dann hat mich meiner getötet. Die Massenblut ist abgeflogen. Ja. Ich wünschte, das hätte ich gesehen. Ja. Ich hab mich so erschreckt, ey. Oh, mein Tod war, er war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hab Moggy mit Zombie verwechselt. Und ich hab passiert uns ständig. Moggy, tu nicht so. Bitte tu nicht so. Hör auf, mich zu verarschen, Moggy. Und ich hätte die ganze Zeit, ich hätte ganz wissen müssen, dass du es gar nicht bist. Ach, deswegen war ich, als ich da war, meinte die aus, bist du der Echte? Ach so. Ja, Scheiße, es kam ein so Maskengegner raus, der hat uns alle umgebracht und dann waren am Ende irgendwie fünf so Maskengegner hier beim Schiff. Ich wollte gerade noch wegfliegen, aber das konnte ich nicht mal mehr. Glaube ich, ja, hat zwei Fullies zu deinen Zombie gesehen. Ich glaube, es gibt zwei Spawner oder so und jeder, den sie töten, der wird auch so Maske. Das heißt, ja. Ist das normal, dass ich den Bienen nicht entkommen konnte einfach? Ja, die waren auf Blut aus. Ich bin so das Problem an den Bienen war, dass sie nicht zum Nest zurück wollten. Kommt drauf an, wie viele Sachen du halt dabei hast, weil du bist der hatte Erdiger nichts dabei. Ich hatte nichts dabei und ich konnte nicht weg von denen. Die waren halt nur hinter ihm her, keine Ahnung, was mit denen war. Genauso wie du nicht von den Snacks weg kannst. Vielleicht war der. Ja, wir können direkt nochmal hier landen. Boden Scooby irgendwie. Snacks. Cool. Ja. Ich habe vorhin eine Batterie gefunden, die haben wir leider verloren. Ich sagte, ich habe eine Batterie gefunden und die haben wir verloren. Wir haben gesehen, dass du Duracell gelaufen bist. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, ich habe vorhin eine Batterie gegessen, weil wir über Snacks geredet haben und ich war sehr verwirrt. Wir über Snacks geredet? Über welche Snacks? Scooby Snacks. Habt ihr noch nie an der Batterie geleckt? Nein. Doch schon. Was? Wir haben ein paar Batterieschlecker hier. Scheinbar du? Fulltime. Nein, du bist ein Batterieschlecker. Ich muss Zombie nachher mal eine Frage stellen. Geht's um Batterien und ob er sie mal abgeschleckt hat? Wenn ja, dann will ich die Frage auch stellen. Geht um Bienen und wie er sie abschleckt. Oh, dann bin ich nicht interessiert. Hallo? Bienen schleckt man immer ab. Oh, tolle Teekanne. Ja. Können wir auch Kaffeewasser mitkochen? Hier ist eine Katze. Ich höre eine Katze! Wie heißt sie? Oreo. Katze! Oreo! Oreo! Problem ist, wenn du sie draußen absetzt, läuft sie weg. Ja, dann gib mir mal euren Kran, dann riech ich mal raus, ne? Oh, hier ist noch eine Flasche. Holy! Ja? Die hab ich gefunden. Hast du mir wieder eine Flasche genannt? Holy, hast du noch einen Loot? Nein, hab ich nicht. Lach nicht so dreckig! Du nennst dich immer Flasche! Ich hab eine Flasche von euch gesagt, Fully, und du gesagt, ja! Das in der Flasche hab ich nicht gehört. Dachte ich mir schon. Hier ist eine Sackgasse. Ah, da bist du eh schon drüben. Cool. Teekesselchen! Spring du zuerst. Ja, unangenehm. Okay. Ich hab keine Schaufel. So okay. Ein ekliger! Nein! Johnny, bist du tot? Ich hab gehört, hier ist Jonathan, jemand reden mit mir! Nee, ich Jonathan! Jonathan! Haben wir eine Flasche hier? Fully, ich weiß, dass du in der Nähe bist. Oder auch nicht. Ich bin nicht tot. So, ich höre ja eure Stimmen. Müsste ich jetzt nicht. Johnny ist wieder in den Wänden. Ja. Ich bin hinter dir. Hier ist ein Monster hinter mir. Der Lichtschalter war gerade. Okay, nicht mehr. Ging die ganze Zeit an und aus. Das Körbe ist kein Monster. Aber es war niemand in der Leitung. Du hast Verrat, du. Die Wände sondern grünen Schleim ab. Moment, falscher Film. So, haben wir einen anderen Eingang? Es gab kein drittes Zeichen, ne? Doch. Einfach nur der Bus, der halt hält, das ist ja kein Zeichen. Doch. Das ist einfach nur sein Arbeitsweg. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass man länger rennen kann, als die Ausdaueranzeige einem anzeigt?
Gameplay. Ich mag Gameplay. Habe ich noch nie drauf geachtet. Du achtest nicht auf deine Ausdaueranzeige? Nee, dass das länger hält. Ach so. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, als ich von Monstern weggerannt bin. Aber das ist cool. Freue ich mich immer, wenn es ein bisschen länger hält. Haben wir ein bisschen Bonus? Bonus-Ausdauer! Warte, ich teste das mal kurz. Was testest du? Ah, deswegen hat der Junge sich gerade selbst eingesperrt? Schraube! Banjo-Kazooie! Nein, dann hol ich die Schraube, ist okay. Ich habe ein Geschenk. Und hier auch eine Schraube. Schraube? Oh, hier ist eine Schraube. Ich sehe eine Flasche! Und es ist Fully! Den sehe ich auch. Er zieht immer wieder. Klassiker. Und alle liegen vor Lachen am Boden. Ich sehe gar nichts. Am Boden liegen sie vor Lachen. Oder vor Schmerzen, je nachdem. Ist immer ein schmaler Grat. Oh, hier ist ein bisschen gruselig. Oh ne, doch nicht. Habe ich mir eingebildet, ist doch nicht gruselig. Naja. Hallo? Mori? Ja. Das bin ich. Miau. Steht kein Name. Wird kein. Schade. Hallo? Oh, hier ist nichts. Ja, das ist Mythos auf Gaming. Mythos auf Gaming. Oh, ich liebe ja, das haben wir gerade, ne? Hallo? Ja, das war die Sackgasse. Die andere Seite. Geht's raus, Chef? Tex Avery hier unten. Wieso sind die voll? Habt ihr alles eingesammelt? Keine Ahnung, aber ich bin viel. Oh, eine weiße Katze! Mori ist hier irgendwo. Ja, ich bin hier. Ah, da. Das ist die Katze gerade. Ist der Gitter gerade irgendwie runtergefallen? Nein, das war ich. Nee, das war die Katze. Eva, hallo, ich bin Mensch. Ich glaube, der Fall ist da irgendwas, ist ein Fake. Also, ich habe auf jeden Fall zwei Sachen dabei. Ich glaube, wir können raus. Ich dachte, da wäre. Ach so, ich hätte zwei Sachen. Das sah so komisch aus. Ich hab ihn nicht einfach benutzt. Ich hab keine Ahnung gehabt. Anscheinend gibt's hier zwei Fire Exits, okay. Auf dem Berg. Wieso sind wir so furchtlos geworden, was Fire Exits angeht? Ich bin nicht furchtlos, ich gehe mehr. Mev kam durch den rein. Ja, ich glaube, ich das. Oder nicht? So. Ah. Weißt du, wo der Weg ist? Nö, du? Hier nicht. Da ist Wasser. Aber wenn wir am Wasser entlanglaufen, kommen wir zum Schiff, glaube ich. Wasser fließt immer Richtung Zivilisation. Das klingt jetzt lustig, aber ergibt Sinn. Wasser, zumindest Zivilisation, mehrt sich am Wasser. Ja, wenn du einen Fluss folgst, dann findest du früher oder später Zivilisation. Ja, oder das Meer. Und Meer. Oder ein See, Johnny. Bringst du mir ein Souvenir mit? Und ein Tümpel. Ich habe einen See, in den ein Fluss reinfließt, muss doch aber auch weiterfließen irgendwann, oder? Ich sag's mal so, wenn ich die See sehe also und Meer, so weiter, brauche ich kein Meer mehr. Ja, so sieht's doch aus. Ich bin langsam dunkel. Ja. Also wenn ich jetzt einem Fluss folge und in einen See komme, muss der dann noch irgendwo wieder weiterfließen? Ich kann nicht enden. Ich bin ehrlich gesagt echt nicht sicher. Aber vor allem bräuchte er dann kein Meer mehr. Ich habe das Gefühl, es wäre unlogisch, wenn es so wäre. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass es irgendwie so Ausnahmen gibt. New Creature Data. Ja, wir wollen hier an den Krater entlanglaufen. Wenn die ganze Zeit Wasser zufließt, muss es ja irgendwo abfließen. Aber vielleicht sickert es einfach in den Boden oder so. Halt mal die Schnauze. Ist das ein Hund? Psst! Die Scheißkatze. Oh, ich glaube, jetzt hofft ihr, dass ich geredet habe. Das ist nicht Zombie! Mann, nein! Nein!
Oh mein Gott, das war nicht so fake. Das war nicht! Ja, es war nicht so fake, das hab ich auch sofort erinnert. Ich dachte mir schon, was macht der denn hier? Alter, das war mal einfach ran und hat gelabert, ey. Mach die Tür nicht auf! Jetzt kommt die ganze Mimix rein, seid ihr dumm? Nein, nein! Oh mein Gott, Zombie, da war eine Mimik, die wie du aussah. Ich dachte mir schon, warum ist denn der so schnell unterwegs, obwohl der Hund da ist? Ja, ich bin sofort weggerannt. Jesus Christ. Oh mein Gott, warum hat der Hund mich trotzdem noch erwischt? Ich bin doch gekrochen, hört er mich trotzdem? Nee, du warst ein bisschen laut, du hast Geräusche gemacht. Oder er hat mich gehört. Der hat mir auch noch geredet, ist er da und dann zu mir. Achso. Ja. Nein, das meine ich nicht. Das letzte, was ich gemacht habe, war das Sch. Aber dann hat er mich verpasst. Und da dachte ich, okay, jetzt kann ich ins Schiff gehen. Und dann hat er mich doch noch hinterrücks erwischt. Ja, vielleicht wollte er zum Schiff wegen mir, weil ich halt gerade was gesagt hatte. So eine Scheiße. Da drüben war auch der Katze unterwegs, zu der wollte ich hin, als der bis Zombie mich dann gekillt hat. Die Katze habe ich hier weggelegt, weil der Hund aus unserem Schiff schon rauskam. Ich weiß, ich dachte mir, wir hauen jetzt erbt, dann nehme ich die Katze mit. Dann hast du mich einfach umgebracht. Was sollte das eigentlich? Ja, bei dem Gesicht kann ich halt nicht anders, als dich zu erwürgen. Ich weiß nicht, wie mein Gesicht aussieht. Wie sehe ich aus? Ich habe mich noch nie im Spiegel gesehen. Affen. Ich meine, erinnerst du dich an das Meme? Na, okay. Erinnerst du dich an das Meme mit dem Bär? Moment. So. Gebannt. Mein Gesicht ist ungefähr so, finde ich. Nee, ich erinnere mich nicht daran. Wie viel Geld haben wir? Genug tatsächlich. Ich glaube, wir haben die Quote, oder? Ja, wir haben 140, wir brauchen 130. Dann können wir ja chillig landen. Tut mir leid, Oreo, aber du wirst an ein Tentakelmonster verkauft. Oh nein. Vielleicht ist die Katze auch ein Tentakelmonster. Warte mal, kann ich eigentlich theoretisch... Vielleicht sind das unsere Chefs. Man kann sie da nicht reinlegen. Okay, Glück gehabt, Oreo. Vielleicht weißt du, was ich meine? Nee, was? Dann vergiss es. Also, wenn ich die See sehe, dann brauche ich kein Meer mehr. Sterbe ich jetzt? Nee, oh. Oh mein Gott, ich bin rausgekrochen. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Das war ein bisschen knapp. Holy shit, ich wollte noch gar nicht über die Reling springen. Ich war ein bisschen voreilig. Über die Reling. Über die Reling? Natürlich. Habt ihr Taschenlampen? Nee. Okay. Keine Taschenlampe für uns. Das frage ich doch. Ob ihr Taschenlampen habt? Ich hab nee gesagt. Ja, und Fully so, wir haben keine. Ach, Fully war wieder pumpig, ja, okay. Warum höre ich Fully nicht? Shit. Sollte ich Fully hören? Ja, er hat ihn mit. Oh. Ich höre heute Fully nicht. Naja. Warum passiert mir das eigentlich jedes Mal? Ich habe Maeve auch schon einmal nicht gehört. Aber ich habe den Weg gefunden. Das ist das Wichtigste, denn ich bin der wichtigste Mitarbeiter. Oh, das ist ja mein Lieblingsäffchen. Der wichtigste Mitarbeiter des Teams, verstehst du? Mit Abstand sogar. Und Mogi! Ja, da freu ich mich gleich zweimal. Oh mein Gott! Hier, Entschuldigungsgeschenk. Oh mein Gott. Hier, Entschuldigungsgeschenk. Und Bohnen! Und Ah ja, ich kann Fully nicht hören, das ist richtig komisch. Fully ist wie so ein Protagonist aus einem Stummfilm oder so. Ne, er hört dich anscheinend gerade nicht. Ist das schon die ganze Zeit über so? Nee, erst jetzt. Wir müssen in Zeichensprache kommunizieren. Warte, Fully, du hast ein Schild. Ja, genau. Ich meine, ich muss das nicht benutzen, aber... Ist das richtig rum? Nee. Junge! Was hast du geschrieben? Mythos Spiele. Wieso denn mit H und einem N? Das ist ja grausam. Ich weiß nicht, ob Fully mich hören kann. Das ist sehr komisch. Oh.
Okay. Ja, einfach übersehen. Eiskalt. So, was haben wir denn sonst noch alles? Achtung! Maeve, ich kann Fuli nicht hören. Wenn er irgendwas Gemeines sagt, dann sag's mir, okay? Der ist tot. Also die Theorie. Danke, Maeve, auf dich ist Verlass. Wenn man runtersteppt. Was? Oh mein Gott. So, komm mal mit, Maeve. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Okay, das ist nur so, das ist nur der Vogel. Er kann ja mal versuchen, hier rüber zu kommen. Sehen wir mal, wo der Frosch die Locken hat. Vorsicht, Kollege. Wenn du mir zu nahe kommst, dann werde ich richtig sauer. Du hast mich schon verstanden. Ich habe gespuckt, weil ich das gesagt habe. Wenn du zu nahe kommst, dann gibt's aber Ärger. Ach, Bulli ist das, den kann ich nicht hören. Naja, ich weiß immer noch nicht, ob Bulli mich hören kann. Bulli weiß auch nicht, wo das Schiff ist. Ich glaube, es müsste da vorne irgendwo sein. Ich werd ihn mit dem Schild später mal fragen. Hätte er auch mir anbieten können, Maeve abzunehmen. Ist ganz schön schwer. Das Schiff müsste... Ja, da drüben ist es doch. Hey! Kollege! Abstand halten, okay? Jetzt komme ich aber rüber. Wenn ich rüberkomme, gibt's richtig Ärger. Richtig Ärger gibt's dann. Oh, du willst es also herausfordern? Weg mit dir! Bin ich Johnny, ich lass mir sowas nicht gefallen. Ich frag mich, ob Bulli das gehört hat. Oreo, du bist da? Ach, das ist doch dumm. Oh Gott, ich hab Maeves Bein verloren. Ach, das ist ungünstig. Von da drüben aus kann man hochspringen, denke ich. Hey! Hey! Weg da! Das ist so dämlich. Ach ja. Hey! Hey! Du! Ich weiß, dass ich Fuli gar nicht hören kann, aber du gehst jetzt weg! Weg mit dir! Weg! Nein! Ah! Er frisst mein Gesicht! Nein, Mommy! Verpiss dich, verpiss dich! Oh, Scheiße, verpiss dich! Du haust ab! Hau ab! Hau ab von ihm! Geh weg! Warum geht schon nicht? Du gehst weg! Die hören nicht! Doch, doch, ist jetzt. Ah. Das funktioniert nicht mehr mit diesem Fuli. Es klappt nicht mehr, die zu vertreiben irgendwie. Ich kann Fuli immer noch nicht hören. Was? Du kannst Fuli nicht hören? Ja, ich kann Fuli gerade diese Runde nicht hören. Was ist in deiner Welt gerade passiert, Fuli? Wo du noch dieses Flash mit? Ich höre alle noch. Der wurde von dem Vogel gefressen. Ist mir aufgefallen, Johnny. Oh, ich glaube, die nehmen den. Oh, ich hoffe, die nehmen den. Der wurde von dem Vogel gefressen. Der ist am wichtigsten. Sind das überhaupt Vögel? Nein, der Morgipilz. Nein! Macht Fuli, wieso macht der nichts? Ich glaube, Fuli startet schon. Oh, wait! Fuli startet schon! Warum startet Fuli einfach? Was sollte das denn? Das war nicht mal was los. Das war doch noch lange nicht Mittag. Und jetzt ist er draußen! Oh Gott, okay. Was? Was ja, Fuli ist einfach abgehauen. Wieso fährt der ohne mich los? Der Morgipilz. Ich wollte doch noch gucken, ob wir noch Stuff holen können. Hast du ein Glück, dass ich dich nicht hören kann, Fuli? Nee, scheinbar nicht. Vielleicht hört er dich nicht. Nee, ich höre Fuli nicht. Seid mir auch schon mal mit Fuli, Fuli, warum hast du mich umgebracht? Ihr hättet den Morgipilz mitnehmen können. Achso, wir können das schnell verkaufen. Du hast gestartet, nicht wir. Ja, aber nur weil ein Monster ist. Der Morgipilz. Müssen wir starten, wenn da ein Monster ist? Nein. Ich liebe es, dass die Diskussion bei mir nur aus einer
aus einer Person besteht. Ja, ich weiß auch nicht, ja, nee, ich es kann ja sein, ich bin ja nicht so gut in dem Game. Ich vergesse ja anscheinend so super offensichtliche Sachen. Aber ich dachte, Zombies, ich dachte, Monster können hier nicht rein. Rubin, die Hunde können hier rein. Aber gerade war kein Hund da, also eigentlich war euch noch? Also wenn Monster nicht rein können, könnte ich schwören, dass wir einen Zombie da drin hatten. Morgi, verabschiede dich noch. Achso, tschüss. Nein, du sollst dich von der Kamera. Ach, das war die Folge. Kannst du eine Stimme machen, die kannst du dem anschauen? Achso, ich kann sie. Junge. Ich dachte auch, der Part ist vorbei. Tschüss, Oreo. War nett mit dir. Ja, das ist ein guter Abschluss für den Part. Wir kommen schon abholen, weil wir so laut sind. Ja, tu doch die Katze hin. Tür ist offen, oder? Oh, das will ich sehen, das will ich sehen. Ja. Einer von euch verreckt. Tschüss, Oreo. Katze, Katze, Katze. Nein. Katze. Sie guckt. Weg ist er. Jetzt können wir schon sagen. Oreo musste sterben, damit wir leben können. Die Katzen. Ciao. Tschüss. Oh ja, ja Moment. Mal. Ich will bitte, dass du wie so ein kleines Äffchen redest für Verabschiedung. Wie redet ein Affe? Ich weiß es nicht. Ich kann nur an Donkey Kong denken. Ja, reicht mir. Aber der Donkey Kong aus Mario Kart 64. Klar. Okay, tschüss, Leute.